Halli und Hallöchen, liebe Leute, zurück zu uns. Und ja, wir haben ja in der letzten Folge den Kolben gesnaggelt. Und jetzt ist ja die Frage. Ja. Das ist der Goldplot. Ja. Das ist der von der Katze. Es gibt ja noch andere. Ja. Jetzt ist die Frage, ob wir... Wie viel brauchen wir denn für ein weiteres Dings? Haben wir nicht, okay. Weil... Ich würde den Goldplot nämlich erstmal mega, mega gerne... bunkern. Ja. Deswegen werde ich jetzt erstmal hier ein paar Pogo-Früchte reinballern. So. Ja, wenn wir hier noch ein paar mitnehmen. So, dann können wir den nämlich hier lassen. Ja. So, und dann gehen wir jetzt diesen komischen Typi-Fieden hier. Diesen mega Honigplot. Ich hoffe, wir finden ihn. Und schauen mal, was sich dahinter verbirgt. Und hier können wir noch zwei mitnehmen. Jawohl. So. Ja. Au! Ja, komm her. Ich brauche auch auf jeden Fall. Also, nicht für eine. Also später auch für so eine Farm. Ja, für so eine Hühnerfarm. Aber ich meine zu wissen. Ich weiß nicht warum. Dass dieser Gogockel, wie das Vieh ja heißt. Und die sind schon wieder böse drauf. Dass dieser Gogockel das Lieblingsphrasen von diesen Jägerslimes ist. Und ich werde auf jeden Fall mal schauen, ob ich nicht diesmal auch ein paar Minzmangos mitnehmen kann. Ich würde echt gerne. Also, so normale Mangos, die müssen echt schon richtig, richtig lecker sein, damit ich die auch gerne esse. Also halt auch, schon süß. Deswegen würde mich mal interessieren, wie so eine richtige Minzmango wirklich schmeckt, wa? So, war das jetzt hier, wo ich hin musste? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, musste ich jetzt erst hier rüber? Alter, jetzt geht die große Suche wieder los, wa? Scheiße, Digga, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr, wo ich verdammt nochmal hin musste. Kann es wirklich sein, dass ich hier noch musste? Das könnte wirklich sein, wa? Ja, ich glaube, hier muss ich hin. Ein paar Honigdinger, ja, komm her. Honigslimes sind auch nicht verkehrt. Komm hoch her. Ja, da hinten ist er. Komm ab. Oh, da höre ich sie doch schon wieder. So. Wie jetzt? Nicht recht, ne? Was ist das? Das reicht noch nicht und ich habe keine Pogo-Früchte mehr. Und die Viecher gehen mir auch gerade mega auf den Sack und da wachsen noch keine. Aber diese Knaller-Phosphor-Slimes, die sahen auch gerade nice aus. Oh nee! Wieso gibt's denn hier auch nichts? Ich dachte echt, das reicht, wa? Da brauchst du echt 1000 gefühlte Stücken, ey. Was ist mit der Kapsel? Die Kapsel verschlossen, Bin ich hier? Nee, ich glaube, da will ich nicht hin.
Das nervt mich jetzt schon. Die Frage ist ja auch, dass wenn ich den jetzt zum Beispiel... Ich glaube nämlich, dass es nämlich, wenn ich die speichere und den anfütter, dass ich das nämlich nicht speichere, die Scheiße. Und das wiederum bedeutet... Erstmal, dass ich hier... Ich da rein schmeiße. Euch hier rein. Ja. Naja. Naja. Lass mich mal. Das wiederum bedeutet, liebe Freunde. Dass ich hier eigentlich diese ganzen Plots. Ah. Dass ich die Dinge eigentlich nochmal brauche. Dass ich jetzt nochmal hinrenne. Und hoffe, dass es wenigstens speichert, wenn ich... wenn ich das wenigstens angefüttert habe. Nee, dich will ich nicht. Dich will ich nicht. Und ich weggegangen bin, dass es dann wenigstens noch der gleiche Stand ist. Also jetzt muss ich hier 3 oder 4 verschiedene Früchte finden. Das ist doch auch scheiße. Und ihr habt sogar gesehen, da lagen viele Pogo-Früchte. Aber ich wette mit euch, wenn ich die mir hätte geholt, so weil ich wüsste, da sind welche, wären da keine mehr gewesen. Da wette ich mit euch. Okay, wir probieren es damit noch. Au! Ah, scheiße. So. Manchmal läuft er einfach weiter hier, war das ist auch echt risky. Denkst du dir, ey, Halleluja. Ups. 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 Dann würde ich mir, ja, bei der nächsten Tour nehme ich mir bestimmt noch den ein oder anderen Jägerslime mit. Aber jetzt ist das mal Priorität Number One. Ja. Diesen fetten Slime da voll zu füttern. Ich würde sagen, wo muss ich denn hier lang fahren? Das Scheiße. Ja. Alles klar. Okay. Auch. So. Das scheint er wenigstens gespeichert zu haben, weil guck mal, wie fett er schon ist, wa? So, der platzt gleich. Ah! Hat nur noch eins gebraucht, die Rohre. Gottes Slimes. Schlüssel! Grünchen. Brauchen wir mal mit? Oh, lol. So. Oh Leute, sind das viele. Oh Leute, sind das viele. Oh Leute, sind das viele. Au, au, au. Was sind das viele? Hoch. Mensch. Geh doch hoch. Ist der mit dir? Das kann ich nicht. Ab. Aua. So, wir haben jetzt einen Schlüssel. Ja. Wir haben unser Tagesziel für heute erreicht. Würde ich sagen. So, wo kommen wir hier hin? Nein. Oh. Da müssen wir hin. Okay, es gibt, wie man sieht, keinen Fallschaden. Ja, was natürlich auch Sinn macht. So. So. Und jetzt. So. Ja. Jetzt haben wir erstmal die Pogo-Früchte. Machen wir jetzt erstmal hier. Ja. Damit die alle was zu fressen haben. Eigentlich müssten wir uns. Oh, lol. Thank you.
Ich hab vergessen, dass wir einen Garten haben, war, Freunde. Und dass diese scheiß Vogelfrüchte da drin sind. Ist hier noch was? Ja, hier ist noch angepflanzt. Jetzt haben wir Minzmangos vergessen, aber das macht nichts. Das ist okay. Ja, hier kann man das fernballern. Ja. Okay. Hier haben wir noch die Dinger. Mehr. Können wir hier gleich noch pflücken. So. Müssen wir das erstmal wieder rausballern hier. So. Dann können wir neue mitnehmen. Es ist gut, dass man die auch aus diesem Autofeeder immer wieder rausholen kann. Das ist sehr praktisch. So. Hier ist auch noch was. Kann man die halt, sag ich jetzt mal, mehr oder weniger da reinballern. Und trotzdem zwischenspeichern. Ja. So, was ist mit euren Karotten? Au. Ja. Könnt ihr euch da drin lassen. Ja. Bis auf eine. So, dann holen wir uns jetzt mal raus hier. Ja. Zack. Und machen die jetzt erstmal zum Money. So. Ja. Dann habe ich aber noch mehr drin. Gleich haben wir noch die Honigplorts. Wenn die gerade gesunken sind, ist egal. Machen wir trotzdem erstmal zum Money. Okay, da wurde gerade nochmal fresh eingesaugt. Ja, haben wir die jetzt mal raus, 18 Stück. So. Knass. Dann wollen wir das erstmal hier rein. So, und jetzt machen wir noch hier Silo. Ja. E. Kaufen. Und kaufen. Ja, so. Dann können wir hier noch die reinballern. Ja, und die Karotte kann man auch mit reinknallen. So, damit haben wir so ein Obst-Gemüse-Silo voll. Ja. Ah, jetzt hätten wir aber hinten das kaufen können, wa? Scheiße, hat sich dran gedacht. Schon wieder, wie viel sind hier denn drin? Mal aktivieren bitte. 4. Okay, die machen wir noch zum Money auf jeden Fall. Ja. So. Oh. Ja, treffen muss genau. Zack. So, dann schauen wir mal. Können wir da das eigentlich auch wieder rausholen? Nee. Nee, das geht nicht. Okay. Was wir denn hier noch so haben, was wir schon mal updaten können. Also dann brauchen wir Sprinterstiefel. Tankerboost. Kaufen wir mal. Ja, der Rest ist jetzt gerade für uns nicht mehr erschwinglich. Was wollen die hier für die 16 Stück 10? Krass. Also, wir haben jetzt einen Schlüssel. Ich würde aber gerne wissen, was sich hier hinter verbirgt. Ja. Weil die Grotte, eine dunkle und unheimliche Höhle über der See und ein passendes erstes Kapitel für deine persönliche Geschichte. Ist zwar eine Ranch-Erweiterung, aber wer sagt mir denn nicht, dass es hinter der, dass es irgendwo da drin auch noch eine Tür gibt? Ja? Oder dort? Obwohl mich das jetzt weniger reizt als das da. Ja? Ich brauche halt noch ein paar Jäger-Slimes.
Und dann habe ich schon eine Idee, was ich mit denen mache. Wie voll ist so ein scheiß Netz? 25, ja. Hohe Winde. 50. Okay. Alle, Mädchen! Jawohl, ich komme nochmal da. Bam! Du kannst jetzt nämlich noch so einen Lord geben. Zack! Und ja, dann war's das mit der Folge Slime Ranch heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben zwar nichts mit dem Goldblock gemacht, aber ich will mir den einfach wirklich gut aufheben, weil er ist ja, wie der eine oder andere weiß, echt selten. Und ich würde ihn gerne mit irgendwas fusionieren, was wirklich auch Geld bringt. Also entweder hiermit, ja, mit den beiden, oder mit diesem komischen hier, mit diesem gelben, das ist auch irgendwie so ein Bienennest, oder halt wirklich mit den Katzen, also mit Megaslime. Weiß ich halt noch nicht. Ja. Vielleicht könnt ihr es auch einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt, mit welchem Slime ich diesen Goldblord füttern, also mit welchem Slime ich mit diesem Goldblord füttern soll, so rum, und wo ich vielleicht diese Slimes finde. Ja, damit ich dann auch entscheiden kann, ja, war das cool, wäre es nicht cool. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen, lasst einen Daumen da, schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat, wenn ihr noch irgendwelche Tipps habt oder Verbesserungswünsche. Dann sage ich tschüss.